Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Heute in dem Video werden wir einfach mal klären, wie viel so ein Fighter in Deutschland verdient. Ja, viele denken ja, es ist wirklich so, dass deutsche Fighter richtig, richtig dick Asche machen und dass es total lukrativ ist, dass die meisten Millionäre sind und dass man davon leben kann und ob man das kann und vieles mehr, das werden wir heute einfach mal klären. Ich werde euch mal ein bisschen aus meiner Sicht, weil ich auch einen sehr, sehr guten Einblick natürlich hinter die Kulissen habe, euch mal ein bisschen offenlegen, was denn so Standard ist, womit man so denken kann, womit man rechnen kann. Und insofern, wenn euch das Video gefällt, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da und viel Spaß. Michael Smolik hat eine sehr, sehr gute Grundlage geboten, einfach aus dem Grund, weil er natürlich oft damit in Verbindung gebracht wird, dass er mit seinen Fights auch in Deutschland weit Millionen verdient und so weiter und so fort. Er wurde gefragt, ja, was würdest du tun, wenn du kein Geld für einen Kampf bekommen würdest? Würdest du trotzdem kämpfen? Ja, und Smolik sagte, viele denken, dass wir Kämpfer alle Millionäre sind und pro Kampf so bezahlt werden wie die Top 10 in der UFC. In Wahrheit muss man diesen Sport einfach lieben, wenn man sich immer und immer wieder all das antut. Verzicht, Schmerz, Blut, Tränen und Schweiß, also auf deine Frage zurückzukommen. Ich kämpfe schon die ganze Zeit ohne Geld zu bekommen, in dem Sinne, ja. Und natürlich muss man sagen, Michael Smolik als Maßstab zu nehmen für einen Fighter in Deutschland, der halt so sein Geld verdient, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil er natürlich deutschlandweit einfach Superstar ist, ne? Also in dem Sinne, dass er wirklich die Klicks bringt, er bringt die Zahlen, er bringt die Ticketverkäufe und allem drum und dran. Insofern wird Michael Smolik auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gehalt bekommen. Ich würde jetzt beispielsweise nicht behaupten, als UFC-Fighter hat man ja einen Maßstab von beispielsweise 23.000 pro Kampf. Ja, vielleicht auch sogar noch weniger. Aber das ist natürlich auch noch eine Summe, die kriegst du vor Steuern. Ja, sprechen wir jetzt natürlich einfach mal vor Steuern. Dann könnte ich mir auch ungefähr so ein UFC-Gehalt, ja, pro Kampf bei einem Michael Smolik vorstellen. Kann natürlich viel, viel mehr sein, kann auch weniger sein, aber das wäre so die Grundlage. Ansonsten hätte ich echt gesagt, dass bei Newcomern, die wirklich neu ins Geschäft kommen und sich versuchen gerade aufzubauen mit den Bilanzen etc. pp. Die werden sich im Gehaltsrahmen von 500 bis 1000 Euro für einen Kampf bewegen. Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Und Leute, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man Kämpfer bezahlen kann anhand von Ticketverkäufen. Dann gibt es Fixum, dann gibt es Pauschalen. Aber Leute, die wirklich auch gut bekannt sind und man weiß, die füllen die Stadien, da könnte man schon so von 5.000 bis 10.000 Euro ausgehen, die man so pro Kampf bekommt. Ja, weil, wie gesagt, so Superstars, Smolik, Ekkelin, Stefan Pülz, Max Koga und. Ich kann mir vorstellen, dass die alle, wie schon gesagt, fünfstellig verdienen, aber dann im höheren Bereich, so Richtung 30, 40, 50, so, und dann halt grenzenlos, ne? Also da kann man natürlich, können auch ganz andere Summen sein, aber das sind so die Maßstäbe, von denen man ausgehen kann. Ist natürlich dementsprechend kein Millionärs-Lifestyle und wenn man einmal im Jahr kämpft, ist es halt ein Jahresgehalt von einem ganz normalen Angestellten in dem Sinne, was du dann halt einmalig bekommst, wenn überhaupt. Ja, also kann auch nur die Hälfte von einem Jahresgehalt sein. Insofern, das ist auf jeden Fall deutlich weniger, als viele von euch denken. Vor allem für die Leute, die noch keinen großen Namen haben, dementsprechend, die verdienen wirklich höchstens vielleicht 2000 Euro für einen Kampf und was in dem Sinne schon sehr, sehr gut und großzügig geschätzt ist. Also nur um das euch mal ein bisschen klar zu machen. Schreibt mir auch mal dazu gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr über das Ganze. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.